So Leute, nur 11% von euch haben bis jetzt abonniert. Lasst unbedingt mal alle ein Abo da auf dem Channel. Lasst Support da, lasst Liebe da. Immer ganz, ganz wichtig. Kuss. Okay, Chat, jetzt haben wir uns überlegt, wir machen jetzt, wer würde eher, aber ihr müsst Fragen im Chat stellen. Rauchen wir? Nein, auf keinen Fall du. Du vapest sogar, ich nicht. Was laberst du? Das war einmal. Fremdgehen, Mia. Nein, keiner von uns. Wer würde eher ein Porno drehen? Ich. Für 1 Million. Ja, hau an. Wer würde eher für seinen Partner in den Knast gehen? Mia. Ja. Oder? Ja. Wer würde eher in den Knast gehen? Ja, ich. Als du. Ach so, ja. Also was sollst du machen, du unschuldige Seele? Nackt durch die Stadt laufen, Lennart? Ich. 100%. Gib mir 1 Million und ich schwöre, ich... Weniger. Und steuerfrei, ich laufe nackt durch Hamburg. Wer würde eher Schluss machen? Keiner, Leute. Wer würde eher nackt ins Meer? Ich. Oder würdest du? Nein. Ich würde sofort nackt ins Meer. Das muss so geil sein, so abends. Wer würde eher sich ankacken lassen? Ich. Glatze schneiden, Lennart. Ja. Wer würde eher wettsüchtig werden? Ich. Auf jeden Fall. Sich für andere opfern? Ich eher auf jeden Fall. Overdressed zur Schule kommen? Mia. Also ich bin überall underdressed. Mich juckt das gar nicht. Also auch hier, ne? Ich habe so coole Outfits mit, so fürs Abendessen und so. Lenny kommt mit Elevate-T-Shirt an und so Jogginghose oder sowas auch. Nein, das ist kein Jogging. Ist, ne? Deswegen ist Lenny, hat auch nicht ein Hemd oder so. Er hat keine schicken Sachen oder so. Ich bin lieber underdressed, als kommt der overdressed. Supporter. Wer würde eher Drogen nehmen? Mia. Ich kiff nicht oder so. Du würdest eher. Ich mache auch, ich kiff auch nichts. Du hast aber schon mal gekifft, ich nicht. Sich die Haare von anderen schneiden lassen. Du, habe ich schon was? Gemacht. Die Haare von anderen von den anderen. Ja, Mia hat mir meine Haare geschnitten vorne. Wer würde eher einmal nur einmal pro Woche duschen? Mia auf jeden Fall. Ich dusche jeden Tag. Also ich auch. Unmöglich. Ja, okay, aber unmöglich. Nee. Wer würde eher den Hotchip essen? Mia, ich würde heulen und würde sterben wahrscheinlich. Lady verträgt auch kein Schaf. Wer würde eher als Heaven vs. Biden? Du. Nein, ich glaube du. Ich könnte das gar nicht. Nein, ich würde es nicht machen. Ich habe so Angst vor Spinnen und... Was? Ich schwöre, Lenny hat mehr Angst vor Spinnen als ich. Ich würde wahrscheinlich pass outen, würde so eine Riesenspinne vor mir stehen. Im Internet leben ich, der würde es niemals machen. Unmöglich, unmöglich. Ich bin so süchtig. Nackt in den Schnee springen, ich. Das ist richtig geil, das habe ich schon mal gemacht. No joke. Übel geil. Wer kann besser kochen? Ich. Darüber haben wir heute Morgen diskutiert. Mia ist ein Mädchen. Lenny kann es nicht. Mia kann nicht kochen. Lenny sagt, ich kann nicht kochen, weil ich sein Burger-Patty zu doll durchgebraten habe einmal. Ja, Mia isst ihr Steak well done. Also ja. Du kannst nur nein, ein Nuttensohn sein. Medium, medium well. Das stimmt nicht. Das muss doch, tot sein. Nein, weil jetzt, wenn da Blut rauskommt. Das muss, Chat, das muss frisch bluten noch. Das muss Englisch. Englisch heißt das so. Das ja, okay, muss aber richtig ich mag's bluten, halt wenn nicht ich rausschneide. So. Ich mag's halt nicht so. Ja, und deswegen bist du schon kein Feinschmecker. Ich kriege einfach ein Kotzgefühl in meinem Mund. Du bist kein Feinschmecker. Ich bin ein richtiger Feinschmecker. Deswegen bin ich auch so fett. Wer würde eher den Fuß von dem anderen im Mund nehmen? Du. Bungee Jumping machen. Du. Ich habe so Angst davor. Wer würde eher zum 10-Meter-Turm springen? Du. Ich habe richtig Angst davor. Nee, ich auch. Masturbieren verzichten? Mia. Wer würde eher an einer Alkoholvergiftung leiden? Nein, das stimmt nicht. Du, doch, du übertreibst. Er übertreibt. Nein, ich trinke keinen Alkohol. Nein. Mhm. Schamhaare wachsen lassen? Ich. Keinen Sport mehr machen? Ich. Mach eh keinen Sport. Was laberst du? Ja, okay. Digga, bevor ich dich gleich, also... Unhygienischer Leben? Ich nicht. Ja. Nein, du! Ich mach du. Viel mehr Sachen so zum Thema Care und sowas. Was hat das damit zu tun? Ich dusche mich jeden Tag. Ich ja, du hast mich unhygienischer Leben auf keinen Fall. Niemals. Wer stärker? Ich mit dem linken Arm. Okay, ich habe eine gute Frage an den Chat. Ja. Wenn ihr eine Freundin hättet und sie ein Jahr ins Ausland gehen würde, würdet ihr Schluss machen? Und ihr seht sie nicht einmal. Ihr seht sie nicht einmal in der Zeit. Nee. Nicht einmal seht ihr sie. Guck, bitte. Voll viele sagen aber nein. Guck, nein. Wenn ihr, ich würde dich nicht einmal sehen, natürlich würde ich dann Schluss machen. Wir haben darüber geredet. Lenny meinte auch so, ja, ich würde Schluss machen. Hä, natürlich. Wenn ich dich nicht sehe, was ist das für eine Beziehung? Oh, wer da nein sagt, Bro. Okay, aber wer in einer Beziehung schon mittendrin, so Abstimmung, ein Jahr, würdet ihr dann noch Schluss machen, wenn sie einfach ein Jahr ist? Niemals. Dann gehen sie doch besuchen. Nein, es geht ja darum. Nein. Ja, du kannst auch besuchen kommen, natürlich. Das geht immer. Guter Kawaii. Du musst verbrennen wegen Dummheit. Dumm. Oh ja. Ich. Letztens ist fast verbrannt. Also, ihr habt mir ja gesagt, ich habe mich gefragt, kann ich Nudeln anbraten im Topf? Also, werden sie dann einfach warm, wenn ich auf Stufe so 5 stelle? Und sie, da werden sie dann einfach warm oder brennen sie an? Ich komme in die Küche, ich mache Soße und Nudeln an, ohne Wasser. Ohne Wasser? Ja, bist du dumm. Und auf einmal. Er der Boden sagt, er vom kann Topf verbrannt, die ganze Küche stinkt nach Rauch. Super, das ist stark. Du kannst echt gut kochen, Lennart, ne? Du kannst gar nicht kochen. Doch. Ja, ohne Wasser. Ich wollte ja sitzen einfach so. Das auf den. Da in der schlauer ich. Also guck ich mal, hört das an, was er gerade gemacht hat und sagt noch einmal, er ja, ist schlauer. Ja, sag, ich bin nein nicht schlauer. Pass auf. Bist du nicht. Ich hab da, ist alles gut. Ich sag, ich bin wirklich nein schlauer. Also wirklich. Ich bin auf jeden Fall schlauer nein als du. Natürlich. Du bist wirklich, also nicht die hellste Kerze doch auf der Torte. Das bessere Mindset ich. Da nein. Auch. Ja, das Ding ist... Ja, was? Okay, jetzt kannst du aufhören zu lügen. Ich hab das beste Mindset. Ja, okay, ja, hat er, ja. Aber Danny sagt immer zu mir, ja, ich hab immer
mal schlechte Laune, ich soll nicht schlechte Laune haben. Aber dabei ist Danny immer einer, der richtig schnell schlechte Laune einfach bekommt und alles negativ sieht. Und das stimmt. Ich sehe alles negativ. Ja, ich schwöre auf meine Liebe zu, das ist eine Lüge. Ich sehe alles nämlich positiv im Leben und ich sage jedes Mal, ich sage sogar zu dir, du sollst niemals verständlich sehen, dass du selbst überhaupt Essen auf dem Tisch hast. Trust me, das ist ein kranker Call. Niemals im Leben, egal was, die kleinsten Sachen, nicht selbstverständlich sehen, das wird euer Leben 15 Mal besser machen. Ja, das stimmt, natürlich. Einfach alles für jede einzelne Sache, die euch auf den Tisch gestellt wird, dass ihr trinken könnt und was auch immer, immer dankbar sein. Niemals was als selbstverständlich sehen. Das macht euer Leben kaputt. Ja, fertig. Hast du recht, das meine ich gar nicht. Es geht einfach um eine Situation einfach, dann bist du richtig schnell so, oh nee, ist der Tag scheiße, weil wir uns einmal kurz gestritten haben oder sowas. Bei sowas bist du auf jeden Fall. Gestern zum Beispiel, Chat, also ich erkläre euch die Situation. Hier, Rentner, die sind sowieso schon pisst auf mich, weil ich im Pool gesprungen bin. Und neben uns ist jemand, der folgt mir auf Instagram, also der kennt mich halt. Mia schreit mich hier an im Zimmer, weil ich nicht mitkomme essen, weil sie mit mir redet, als wäre ich ihr kleiner Hund. Stimmt nicht. Doch, du hast mich beleidigt. Ist ja auch egal, was sie gesagt hat, aber dann war es so, dann hat der Rentner gefragt, ob alles gut ist. Die sind sowieso schon cap abgefuckt auf mich, weil Mia so die Tür geknallt hat und dann war over. Und da haben wir uns auch nicht mehr gestritten, weil eigentlich, es stimmt schon so, wir streiten uns für 5 Minuten und dann ist wieder alles gut, weil wir uns verarschen gegenseitig.